Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Video von der DMG Kreativwerkstatt. Das ist jetzt der vierte Teil, das Halsband im Rautenmuster, oder dritte Teil, besser gesagt. Und ich zeige euch heute, wie wir hier die Abnahmen machen und wenn die Zeit noch reicht, wie man das hier so fest verbindet. So. Und zwar habe ich jetzt hier die 9. Raute fast fertig, wie man sieht. Wenn wir jetzt eine weitere Raute, also eine 10. Raute noch ranmachen wollten hier, würden wir jetzt mit dem Weißen wieder wie im zweiten Video, im zweiten Teil dieses Halsbandes gezeigt, mit dem Weißen nach außen gehen. Das tun wir in diesem Fall aber nicht. Wir machen ganz einfach wieder unsere äußeren Schnüre, gehen unter die Führungsstränge wieder durch und ziehen das komplett auf die andere Seite rüber. Dann nehmen wir die rechte Seite, das Goldene, wieder. Gehen wieder unter die Führungsstränge und ziehen das komplett auf die andere Seite rüber wieder. Dann nehmen wir unser mittleres linkes, schieben das wieder durch die Schlaufe durch. Dann nehmen wir das rechte mittlere, schieben das wieder durch die rechte Schlaufe durch. Ja. Schieben das Ganze wieder ein bisschen höher, damit es wieder im Bild ist. So. Dann nehmen wir das rechte Gold Diamond. Schieben das nach innen wieder durch. Dann nehmen wir das Weiße, ist nachts leuchtend. Schieben das auch innen und einfach erstmal nur unten drunter. Nein, dann müssen wir ja, unten drunter durch, so. Und dann verschwindet das schon mal. Das andere, dasselbe machen wir mit dem linken Weißen. Auch und da durchführen einfach. Und dann nehmen wir das linke Gold Diamond. Führen das auch wieder in die Mitte, quasi rechts dran vorbei und dann ziehen wir das alles nach und nach wie gewohnt fest. So, dann machen wir hier, ziehen wir hier nach. Ja, und das hier, das könnten wir von unten, nehmen wir hier das linke Weiße, drehen das einmal ganz, schieben das hier mit durch. Dann nehmen wir die andere Seite und schieben das mit durch das Goldene durch und fixieren das so. Dann drehen wir das Ganze wieder. Rücken wir uns das ein bisschen zurecht.
schon das Weiße fixiert, das Nachtleuchtende. Und zwei Stränge weniger, die wir verarbeiten müssen. Ist auch mal was. So, dann machen wir ganz einfach wieder die anderen Schritte. Ziehen uns das mittlere Cord wieder schön in der Mitte. Platzieren uns das. Ziehen hier nochmal ein bisschen nach. Das Weiße, dass, wenn das jetzt ein bisschen lockerer ist, dann kann man das später, wenn man das Band fertig hat oder das Halsband fertig hat, alles nochmal nachziehen. Ja, und dann machen wir jetzt weiter bis zum Ende. Ziehen wieder unten drunter, oben drüber. Die linke Seite auch. Unten drunter, oben drüber. Wir das hier wieder so schön liegen und jetzt nehmen wir einfach nur wieder das rechte äußere Gold Paracord und ziehen das wieder einmal in die Mitte. Dann nehmen wir das linke, ziehen das auch wieder in die Mitte rein und dann haben wir schon anders. Haben wir natürlich die mittleren Stränge vergessen, das macht aber nichts, die ziehen wir jetzt noch nach, schön in die Mitte rein, durch die Schlaufe, dann das rechte, durch die rechte Schlaufe ziehen und dann kommen wir das Goldene langsam festziehen. Alles nach und nach wieder die Führungsstränge festhalten, dann wieder das Goldene ein bisschen und schon nimmt die Raute wunderbar ab, ziehen noch ein bisschen nach. Ein bisschen festziehen, ein bisschen gerade rücken das Ganze, so, jetzt können wir das Weiße noch ein bisschen runterziehen und schon sieht die Raute gut aus. So, dann holen wir uns die mittleren Stränge wieder. Strom raus hier, oh Mann, oh Mann. So. Und dann legen wir uns das wieder alles wunderbar hin. Hier wieder unten drunter, über den Rest oben drüber mit der linken Seite. Dasselbe machen wir mit der rechten Seite. Einmal unten drunter durch, oben drüber. Dann haben wir hier unsere beiden Schlaufen. Dann ziehen wir wieder die Burgundi durch. Das linke Burgund durch die linke Schlaufe. Das rechte Burgund wieder durch die rechte Schlaufe durchziehen. Ziehen, Führungsstränge ein bisschen festhalten, so, goldene nachziehen und dann gehen wir einfach auch
mit dem Gold Diamond nach unten, ziehen das nach unten durch, wie mit dem Weißen vorher, und das ziehen wir auch nach unten durch, das linke, und dann ziehen wir jetzt nach und nach hier wieder fest. Ja. Und dann sucht man sich hier unten wieder zum Beispiel das hier, die rechte Seite, dreht das mal um und schiebt das auch einfach so mit durch. Mal die andere Seite noch hoch. Schiebt die auch noch so. Mit durch. Ja, und dann zieht man das hier einfach so wieder fest. Hier zieht man es nach, ja, und dann nach und nach einfach wieder festziehen. So. Und schon haben wir die Abnahme der Raute fertig. Wir könnten jetzt anfangen mit den mit dem Durchstecken des Verschlusses, die Gegenseite von dem Verschluss durchstecken hier. Nehmen wir wieder das Goldene. Schieben es durch. Ah, falsche Goldene genommen. Entschuldigung. So, nehmen wir das hier. Schieben das hier durch. Dann nehmen wir das Burgund. Sortieren uns das in der Mitte wieder. Andere Burgundi, sortieren uns das hier in die Mitte und dann noch das andere Goldene in die Mitte sortieren, schieben das hier so ran. Ja, und wenn man jetzt, kann man das alles wunderbar so ein bisschen darum drehen, das Ganze hier. Die beiden äußeren Stränge verschwinden auch noch hier unten drunter. Und dann kann man das hier Beispiel, ist eigentlich jedem selbst überlassen, wie er das macht. Mit einem Knoten, mit einem Diamond-Knoten, oder man dreht das hier so ein bisschen rum. Das muss jeder selbst für sich mal gucken. Wenn Anregungen bestehen, wie das gemacht wird, bin ich gern bereit, davon auch noch ein Video zu machen. Aber ja, müsst ihr dann mal in den Kommentaren dazu schreiben, ob das gewünscht ist. Noch ein viertes Video mit der, ja, mit dem Verknoten und Verschweißen des Ganzen. Ja, dann bedanke ich mich und freue mich, wenn ihr mich abonniert, weil ich werde demnächst noch ein paar mehr
Videos von Armbändern machen und eventuell auch noch das eine oder andere mit Hundehalsbändern. Bis dann!